Willkommen zurück. In Benin, Afrika. Wir sind Mr. Gabriel Knight und verfluchen die Entwickler der Speicherpunkte in diesem Game. Denn wie ich mal sehe, super toll, sind wir offensichtlich haargenau beim ersten gelandet, den wir gefunden haben. Echt coole Nummer. Ja, wir hatten das letzte Mal ja schon festgestellt, hier muss was rein, das hatten wir auch schon gefunden, aber wie ihr seht, ich kann die Tasche öffnen, nie Ente. Gut, heben wir mal die Kachel auf. This stone looks interesting. Das war jetzt Punkt 1. Dann wissen wir zumindest, das sind die Zehner. Wissen wir jetzt, dass wir die entsprechenden... Die Kachel ist jetzt drinne. Was ist das? It's stuck. Können wir aber nicht anschauen, oder? An etched stone is on the wall. Leider können wir nicht sehen, ob es die Neuner ist. Ich bin ja fast der Meinung, die hätte das letzte Mal auch schon da unten gelegen, oder? Weiß ich gar nicht. Aber wissen unsere stummen Freunde, Gabriel would rather not mess with that mummy, an denen wir nicht herumsprechen wollen. Also gehen wir davon aus, dass das die 10, dann ist das die 9. Gehen wir also zum nächsten Raum. Da finden wir gleich 2. Die wir sicherheitshalber erstmal alle einstecken werden. Ja, das mit den Speicherpunkten in diesem Spiel, das hat mich schon ein paar Mal massivst genervt. Aber okay. Kann man nicht ändern. From off in the mound echoes a sound like the scuffle of a shoe. Ja, das scheint irgendwie nicht so wirklich angenehm zu sein. Das da hinten dürfte der entsprechende Stab sein, mit dem wir das Ganze dann auch aktivieren können. It shaped a little like a snake. Ja, sieht ein bisschen nach einer Schlange aus. Der da hat den Kopf in den Sand gesteckt. Der möchte gar nichts mehr. Gabriel would rather not mess with that mummy. Ja. Und mit dem Schlag doesn't seem to work. Können wir ihn auch nicht pieksen. So, welche haben wir denn jetzt dabei? Den Zehner ist der erste, ein Sechser, ein Zweier und ein Fünfer. Dann gehen wir mal zum nächsten Raum. So. Jenna ist sehr nachdenklich. Sehr schön, sehr schön. Ich kann jedenfalls nur hoffen, dass es die richtige Reihenfolge ist. 3, 6. Kann ich das eigentlich vertauschen? Ne, kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht vertauschen. Gut, aber ich möchte gerne hier raus. Den kann ich noch am Kopf kratzen und sie wieder Mommy doesn't appear to be capable of speech. Ja, sie scheint sehr stumm zu sein. Wir gehen zum nächsten Raum. Wenn es 10 sind, the im äußersten Ring. In the corner of Gabriel's eye. Ein Schatten. Ich hoffe, bei dem Durchrasen übersehe ich jetzt nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Fehlten noch 3. Ah ne, der steckt. Ein, zwei, drei. Hilfe. Oder ist das jetzt immer nur der Dreier? Weil sonst wären es jetzt 6, 12. Das könnte ja nicht sein. Der Dreier, der Dreier, der Dreier. Der Dreier. Das kann doch nicht sein. Dreier habe ich ja. Dreier schlagen, Karel. Ein Sechser. Ein Zweier, ein Fünfer, den Zehner. Wieso ist denn das ein Zwölfer? Neuner? Das ist ein
12er? Ein Edgestone ist ja, ja, das haben wir ja schon. 12 sind's jetzt? Nicht eigentlich was? Nee, 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 nee. Der 12er. Gabriel has the creeping sensation that he's being watched. Ja, das glaube ich auch. Scheiße, ist ja gar keiner drinne. Den können wir erstmal nehmen. Wenn ich ja wüsste, wo ich wäre. So. Aber wieso ist der 12er Pass da doch gar nicht? 10, 5. 2, 3, 9. Aber der 9er, dann ist die 2, die stecken. Müssten das dann, wenn 2 stecken geblieben, 12 insgesamt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich jetzt. 7 und 2 stecken. 8, 9. Gabriel has the creeping sensation that he's being watched. Ja, das ist mir schon klar. Wieso ist der 12er 8er? So, 6, 7, 8. 8. 9, 10, 2 sind in den Wänden. 9, 10. 9, 10. Da fehlt jetzt noch einer. Gabriel has the creeping sensation that he's being watched. Ja, ja, das ist ja schön und gut. Jetzt müssten wir nur wissen, wo fängt's an? In welche Richtung? Das war die 1. So, ach. So, jetzt haben wir 6, 7, 8, 9, 10. Aber die 12 steckt, ist das aber der richtige. Jetzt die Frage, wo kommen wir jetzt hin? Ah ja. Genau. Hier ist der Eingang. Und da lag die 10er der 10er. Der lag doch, oder? Der lag, genau. Der 10er. From off in the mound echoes a sound like the scuffle of a shoe. So, wenn ich jetzt wüsste, was das hier für einer ist, wieso kann ich den nicht anschauen? An Edgestone ist ja, ja, ja. Und jetzt geht er hier ran und macht's nicht. Das ist das Blöde. Welche Nummer ist das? Ah, doch, jetzt zeig das. Das ist 1, 2, 3, 4. Moment mal. 1, 2. 7. Das ist Nummer 7. 7. Wenn das Nummer 7 ist. Die haben wir ja auch nicht, gell? So. 7. Sie ist 7. Dann wäre hier 8. 9. Gabriel has the creeping sensation that he's being watched. 9. 9. 10. 11. Gabriel has the creeping sensation ja, ja. That he's being watched. Dann müsste jetzt 12 kommen. Ja.
Ist es auch. 12. So, dann Ausgang zum vorigen Raum. 11. Hier kommt die 11 in die Wand. Die 11. Jawohl. 11. Elf. It fits. Elf. Dann kommt hier die 10. Dann kommt hier die 10, die 10, die 10. Und hier die 10. Neun. Die Nummer 9, die Nummer 9, das da. Die 9. Ja, die Nummer 8. Die Nummer 8, die Nummer 8. Nummer 8. Spannendes Gameplay. Fliesen an die Wand. Ich bin ja kein Fliesenleger, verdammt nochmal. 8. So. Nächsten Raum müsste wieder die 7 sein, die schon war. Jawohl. Dann kommt hier die 6. A shadow flickers in the corner of Gabriel's eye. Die 6, die 6, die 6, die 6, die 6, 5er, 4, 6er. Habe ich schon gedacht, die 6er gibt's nicht. Die 6. Und die Nummer 5. Die Nummer 5er Schlangenschacht. 5er Schlangenkarrel. Die 5er. Die 5er. Und jetzt kommt die 4er. Die 4er. Vier. Drei. Die 3. Und die 2. A shadow flickers in the corner of Gabriel's eye. Ja, schön, schön, schön. Die 2. Und dann die 1. So, ist jetzt nur die Frage, in welcher Reihenfolge muss man jetzt diesen komischen Stab aktivieren? Von 1 bis 12 oder von 12 bis 1? Das wiederum ist nur zu raten. Hier kommt nun die letzte. So. Hier ist jetzt die 1. Pling, pling, plang. Das ist schon mal richtig. Jetzt müssen wir mal gucken, wie funktioniert jetzt das? The rod fits into the hole in the stone. Nothing happens. Eins. Ja, gehen wir jetzt, das ist jetzt 12 oder 1?
Ach so, ja. Zwei. Zwei. Nothing happens. Ja, sehr gut. From off in the mound echoes a sound like the scuffle zwei. Of a sheep. Drei. From somewhere off in the mound, Gabriel drei. Hears a soft click, then a rumble. Uh-oh, I have a feeling that did something. Drei. Oh Gott. Hallo? That won't stop the mummy. I really don't want to be dead. Can we try that again? Ja, das haben wir ja das erste Mal. Wiederbelebung. Neuer Versuch. Die drei, genau. Was kann ich denn da benutzen? Ich habe auch kein irgendwie Feuerzeug oder sonstiges oder Schlangentätowierung, Taschenlampe. Ich habe ja nichts zum Abwehren. Ich irgendwas kombinieren. Schlangenschuppe. Kombinieren. Was? Kombinieren mit dem. Ja, das wird die nicht aufhalten. Das ist mir schon klar, die Tätowierung, aber ich habe da überhaupt nichts dabei, was in irgendeiner Form die Mami aufhält. Doch, den Dolch. Den Dolch. Na, erstmal brauchen wir jetzt das. From somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft click, then a rumble. Uh-oh, I have a feeling that did something. Ja, ich bin immer noch in der Katze hin drinne. Das ist immer das Blöde, man kann nichts in die Hand nehmen. That doesn't seem to work that way. Ja. Der Dolch war's nicht. Can we try that again? Neuer Versuch. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, bevor es jetzt noch wesentlich länger wird. Wolfgangs Brief. Mir fällt auch nichts ein. Salz bei der Mumie. Feuer wäre was, aber ich habe kein Feuer. Licht. Könnt's mit der Taschenlampe noch probieren. Weil ich kann ja die Dinger hier auch nicht nehmen, die Fackel, oder? Kann ich die nehmen? Gabriel could extinguish the torches, but it would get very dark in here. Ja, ich möchte sie ja auch nicht löschen, sondern ich möchte die Schlangenhaut und das da. Geht auch nicht, ja? Gut.
bevor ich jetzt hier noch 25 weitere Versuche mache und vor die Kiste springe, machen wir erstmal an dieser Stelle einen Cut. Und ich überlege mir, wie ich diese verdammte Mumie ohne Feuer niederkriege. Das Messer hat nicht funktioniert. Weglaufen kann ich nicht. Also ich muss mit irgendetwas, was ich dabei habe, reagieren. Flotter Spruch. Das WW vielleicht zeigen. Tube, Pinzette, das ist doch alles Quark. Also wenn, könnte das WW vielleicht irgendwie helfen, aber das weiß ich nicht genau. Probieren wir beim nächsten Mal aus. Ich danke euch auf alle Fälle vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Und ciao. Tja, was nun, was tun? Wie kommen wir denn hier weg? Oder was für eine Waffe hätten wir denn noch gegen diese verdammten Mumien? Feuer haben wir nix. Das Messer tut ihnen nix. Der Stab auch so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bleibe stehen, wenn ich mich bewegen will. Im Moment fällt mir nichts anderes ein. Eventuellerweise werden wir doch nochmal diese dämliche Hilfe bemühen müssen. Aber ob wir es schaffen, den Mumien zu entkommen und ob alle Mumien plötzlich am Leben sind, das erfahrt ihr erst in den kommenden Folgen hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.